Hallo, es ist soweit. Ich knarze wieder mit meinem Mikrofon rum. Ich habe die Woche auf meinem Twitch-Kanal die Demo-Version von Miitopia gespielt. Ein sehr witziges Spiel, wie ich finde. Ich habe es auf dem 3DS tatsächlich nie gespielt. Ich habe es jetzt erstmalig für die Switch. Und viele meiner Twitch-Zuschauer meinten halt, ja, spiel das doch mal. Und es kam extrem gut bei euch an. Und einige haben auch gefragt, ob ich vielleicht auf YouTube davon auch ein paar Videos mache. Und das mache ich jetzt einfach mal. Wir spielen ein bisschen, wir werden es nicht durchspielen, wir werden es aber auf dem Twitch, auf meinem Twitch, auf Twitch, in meinem Livestream weiterspielen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Auch heute ist ja der Release, der 21.05. Auch heute Abend werde ich es streamen. Ihr könnt gerne dabei sein, als Zuschauer, aber auch als Mitstreiter. Genau, denn viele von euch haben mir eure Miis geschickt und diese dürfen auch gerne hier in der Story mit vorkommen. Und das ist super lustig, weil halt meine Zuschauer dann mitspielen. Und das ist noch viel witziger einfach. Wir haben sehr viel gelacht auf jeden Fall die Woche bei der Demo. Und ich möchte das gerne weiterhin auf meinem Twitch streamen. Es ist halt eben mehr oder weniger eine Art Community-Projekt. Und es macht sehr viel Spaß. Und wir machen mal auch für YouTube mal ein paar Folgen, damit ihr euch das Spiel mal angucken könnt, dass ihr ein Bild von diesem Spiel bekommt. So, that's me. Meine Phrases im Weg. Meine Beleuchtung ist übrigens nicht so gut, ne? Ich bin ziemlich dunkel, obwohl ich direkt angeleuchtet werde. Das sieht man ja hier in der Reflexion von dem Spiel, ne? Ich habe hier extra so eine Streaming-Beleuchtung, aber mitten am Tag bringt die auch nichts. Ich mache meine Fresse irgendwo anders hin. Huhu. So, ich bin verträumt. Das habe ich mich auch im Livestream schon gemacht. Ich bin Yume und ich bin eine ganz Verträumte. Ja, ich mache mal noch mein Gesicht und meinen Namen nochmal anders. Also der Name kann bleiben. Aber ich mache, glaube ich, noch bei meiner Frisur. War das? Gehört das hier mit rein? Ja, hier Farbe. Da würde ich gerne eine andere Farbe wählen. Ist echt nice. Man kann voll viel auswählen. Ich glaube, ich nehme die hier. Die ist mir zu rot. Die ist, glaube ich, eher wie meine wunderschöne leicht rötliche Haarfarbe, die gerade gar nicht mal so rötlich aussieht. Ja, ein bisschen. Ja, that's me. Gut. Und vielleicht mache ich auch noch meine Phrase ein bisschen anders. Moment, mein Mund. Vielleicht so. Oder einfach. Ich glaube, im Stream habe ich einfach den genommen. Das ist, glaube ich, okay. Fertig. Los geht's. Hallo, that's me. Ich bin Yumin, ich bin eine ganz Verträumte. Das Spiel ist so lustig und es ist auch so dämlich. Die Musik ist schon nice. Es ist sehr trashig. Ich liebe es. Es sind diese ganzen Mii-Sachen, ja. Ich habe auch damals gerne Tomodachi Live gespielt. Das war auch sehr witzig. So, wir befinden uns in der Welt von Miitopia. Das sieht grafisch gar nicht mal so doof aus. Eine Welt, in der Mii ein friedliches Zusammenleben genießen können. In der Mii. In der Mii, aber nicht Mies, also kein Plural. Egal. Oder besser gesagt, konnten. Oh nein! Eines Tages geschah etwas Schreckliches, ohne jede Vorwarnung. Oh mein Gott, nein! Was ist nur mit ihrem Gesicht passiert? Ein riesiger Schatten legte sich über Miitopia. Oh no, meine Phrase ist davor. Ich geh mal hier so an die Seite, da bin ich vielleicht nicht so im Weg. Die entsetzliche Kreatur stahl die Gesichter einiger unschuldiger Mii. Okay, anscheinend ist da ein Plural von Mii, Mii, das wusste ich auch nicht. Und als ob das noch nicht genug wäre, passiert etwas völlig Unglaubliches. Die Gesichter tauchten wieder auf, und zwar auf Monstern. Oh mein Gott. That's me. Also, me. Eine arglose Reisende ist auf Wanderschaft. Yume. That's me. Me. Ein schöner, ruhiger Tag. Yume reist alleine und ohne ein bestimmtes Ziel. Huh?
Ich gucke. Huch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Tja. Und nu? Schnauf, keuch! Oh. Okay, wo bin ich? Ah! Junge, er spielt an der Stadt in der Nähe. Oh, ich stecke hier ein bisschen Schulter aus Versehen. So. Tja. So, auf zur Stadt. Guck mal. Ah, Miitopia, so viele Gesichter. Welche Rolle du mit welchen Mii-Charakteren besetzt, bleibt ganz dir überlassen. Und falls dir eine Wahl nicht gefallen sollte, kannst du sie später immer noch ändern. Also gut, dann lass uns mal ein paar Rollen zuweisen. Das ist super witzig. Hier haben wir zum Beispiel Fabian. Und jetzt, oh, ist mein Gesicht... Irgendwie wird jede Ecke in dem Spiel gebraucht, ne? Irgendwie ist meine Fresse immer ein... So, ich kann natürlich auf Empfangen gehen. Das ist super witzig. Man kann dich nämlich hier mal gucken. Ich habe einige von euch haben mir nämlich schon Codes gegeben, die ich ja eigentlich jetzt einfach im Stream benutzt habe. Was? Es wird eine kostenpflichtige... Oh no! Das habe ich ganz vergessen. Ich habe die natürlich nur für mein... das geht hier leider nicht. In der Version geht das leider nicht. Es geht nur mein Streamer. Ich spiele ja gerade auf einem anderen Profil und da habe ich kein Nintendo Online auf dem Profil. Deswegen kann ich die nicht empfangen, ich Doofnuss. Dann muss ich die erstmal so nehmen. Ist ja nicht so schlimm. Also im Stream sind das dann quasi alles Zuschauer. Hier jetzt leider nicht, weil ich spiele halt eben gerade auch mit meinem japanischen Profil, damit ich Rune Factory 5 bald etwas spielen kann. Jetzt habe ich es gesagt. Phobius. Das sieht echt phobitastisch aus. Okay, dann lassen wir die erstmal so. Schade. Hätte ich das nicht mit den anderen verknüpfen dürfen. So, die Rollen wurden zugewiesen. Und die kann man eben selbst gestalten. Da könnt ihr eure Freunde nehmen, eure Stream-Zuschauer. Ihr könnt halt nehmen, wenn ihr wollt. Das ist super lustig. So, dann zeige ich das erstmal so. Hi. Stadtsprecher Fabian. Puh, ein bisschen langweilig heute. Moment, langsam. Ganz langsam. Warum die Aufregung? Monster? Mit den Gesichtern von Leuten? Ach, du willst mich auf den Arm nehmen. Anfangs ist ein friedlicher Ort, ja, da heißt wirklich Anfangs. So friedlich, dass es geradezu langweilig ist. Hallo? Griselda, Grinselda, sie grinst. Welch wunderbarer Tag. So ein Wetter macht einfach gute Laune, oder? Oh, eine Abenteurerin. Warum das lange Gesicht? Freust du dich denn gar nicht über das Wetter? Probier doch mal es mit einem kleinen Lächeln. Es würde dich glücklich machen und mich auch. Hey! Frisches Kind, Gürkan. Yippie, juhu! Ich bin ein Drache! Ra! Oh, Platz ja. Besorgte Mutter, Ujemina. Oh je, hör auf, Gürkan! Das ist wie Göre und Ujemina. Ah, du tust dir noch weh, wenn du so herumhippelst. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Entschuldige, Abenteurerin. Mein Kind sprüht noch so vor Energie. Ich weiß auch nicht, wo das auch hinführen soll. Turteltäubchen Romeo und Julia. Sehr einfallsreich. Schatzi. Du bist echt süß, Julia. Ah, du bist echt. Mein Gesicht ist im Weg. Goldig, Romeo. Das ist alles nur wie ein Traum. Ach, soll ich dich mal zwicken? Aha, ja, die sind super verliebt. Okay. Du bist der Arsch, glaube ich. Ekelpaket Alfred. Was ist? Typen wie du verirren sich selten zu uns. Bist du hier zu Besuch oder was? Aha, vielleicht auf Wellnessurlaub? Klingt ja wahnsinnig spannend. Viel Spaß! Ja, bitte? Willkommen, Abenteurerin. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Du hast sicher schon mit einigen Leuten geredet, ja? Ja. Anfangs ist eine schöne Stadt. Kein Wunder, wo ich doch der Bürgermeister bin. Huh?
Was in alles in der Welt ist denn das? Wer, wo, was, wie? Hä? Was ist das, Mami? Psst, sei leise. Julia? Romeo? Das kann nichts Gutes heißen. Hä? Oh nein, das ist... Eine boshafte Kreatur, die aus dem Schattenreich Monster befehligt. Wähle ein Mi. Neu erstellen. Komplett neu erstellen. Das Vorlage erstellen. Dann gucken wir mal. Wir nehmen einen männlichen. Ich weiß gar nicht, wer ich mir... Ich finde diese komische Kopfform echt merkwürdig. Passen diesen Mi nach deinen Vorstellungen an. In meinem Livestream habe ich ja auch meinen Freund genommen. Oh Gott, wie der aussieht. Die Frisur. Da kann man sich halt eben hier schön austoben und ganz viele Sachen ausprobieren. Das ist super verrückt. In meinem Livestream habe ich meinen Freund nachgestellt. Ich finde, er sieht fast 1:1 genauso aus. Ich gebe ihm einfach mal diese Frisur. Ich gebe ihm mal ein paar andere Augenbrauen. Ich mache, glaube ich, mal seine Nase ein bisschen kleiner. Nee, nicht tiefer, kleiner. Und dieses... Was? Wie, dieses Kinn. Mit diesem Kinn muss etwas passieren. Ist das bei Bart dazu? Nein, wo ist denn das? Muttermal ist es auch nicht, ne? Mund wird das aber auch nicht sein. Ist das... Gehört das... Das gehört doch nicht dazu. Wie kann ich denn das... Augen... Gesicht vielleicht? Nee, dieses... Wie mache ich denn dieses Kinn weg? Ach, da oben ist sowas. Das hier. Das ist jetzt der böse Fulk. Oder auch Falk genannt. Falk ist der Oberbösewicht. So, den muss man ja anpassen, ne? Los. Ja. Dunkler Fürst. Er ist der dunkle Fürst. Dunkler Fürst Falk. Moaha, ich bin der dunkle Fürst Falk. Ich werde diese kleine, elende Welt nun in Angst und Schrecken versetzen und verwüsten. Und ich beginne bei euch, ihr Leute, von Anfangs. Ich werde euch lehren, was Angst bedeutet. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Verabschiedet euch von euren Gesichtern. Diese epische Musik. Um Himmels Willen. Die Gesichter, er hat sie geklaut. Nun gut. Das sollte fürs Erste reichen. Jetzt hört gut zu, elender Entstellter. Sie haben nicht mal Ohren. Hatten die aber vorher aber auch nicht. Ihr werdet ein sprachloses, aber dafür angsterfülltes Leben führen. Und die anderen, die ich diesmal verschont habe. Seht euch, seht euch eure armen kleinen Freunde an. Was bleibt für euch? Verzweiflung. Lebt wohl oder eher lebt in Furcht. Tschüss. Oh nein. Oh nein. Das ist voll gruselig eigentlich, oder? Gürkan, mein armes Mäuschen. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Oh, Abenteurerin. Ich flehe dich an, bitte. Bitte hilf meinem armen Gürkan. Ja klar, mache ich. Oh, vielen, vielen Dank. Nimm bitte das hier. Dieses alte Familienstück bringt Glück. Ein antikes Amulett. Ich habe so eine dunkle Ahnung, dass der dunkle Fürst noch in der Nähe ist. Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen? Nach dem Sohn oder nach dem dunklen Fürsten? Jetzt wird's gruselig. Hi. Oh, das schöne Gesicht von Julia. Oh nein. Ach,
Jetzt kann ich ihr nichts mehr ins Ohr säuseln. Das ist voll creepy. Die Musik dazu fallen. Ach, was kann ich sein? Also hilf uns doch jemand. Oh je, Mine. Okay, okay. Ich bin da schon dran. Wie bin ich so weit unten, ne? Ich muss mal die Kamera ein bisschen anders einstellen. Die ist so ein bisschen... Ah, schon besser. So. Düster, dunkler Fürst Falk. Da will wohl jemand die große Heldin spielen. Gib das Gesicht von Gürkan zurück. Meinst du vielleicht das hier? Aha. Warum nicht? Nur eine klitzekleine Bedingung. Den hier musst du erst besiegen. Aus. Es ist, glaube ich, auch zehnmal witziger, wenn es auch wirklich Leute sind, die man kennt, ne? Also wenn man die wirklich nachgebaut hat. Man sieht sich, falls du überlebst. Oh mein Gott, lol. Was soll ich noch machen? Oh nein! Das antike Amulett leuchtet. Es scheint auch zu sprechen. Yume? Yume, kannst du mich hören? Ja. Oh, natürlich kannst du mich hören. Nur zu sehen bin ich nie. Ich bin Horst, der über alles herrscht. Echt jetzt? Bitte hör zu, was ich dir zu sagen habe. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind. Soll ich dir ein bisschen helfen? Ja. Oh, sehr gut. Ich werde dich stark machen. Die Macht des Horst wird dir helfen. Oh, hau, Rock. Die Macht des Horst. Du kannst eine Klasse wählen. Die Macht der Klassen. Klassen bitte bieten spezifische Techniken, die dir die Kämpfe gegen Monster erleichtern. Such dir eine Klasse aus, die dir zusagt. Also im Stream mit euch gemeinsam habe ich ja, manche eignen sich besser für den Kampf, andere eher für das Heilen. Für jede Klasse gibt es spezifische Waffen und Kleidungsstücke. Natürlich können Aussehen und Kleidung jederzeit angepasst werden. Und viel Spaß bei der Klassenwahl. Es gibt verschiedene. Ich habe den Krieger gewählt. Der Krieger schwingt das Schwert, kennt sich in Angriff und Verteidigung gut aus. Verursacht mit mächtiger Magie verheerende Schäden beim Gegner. Den habe ich noch gar nicht gehabt. Priester. Idealer Unterstützer. Kümmert sich mit göttlicher Magie um Verletzte im Team. Dieb fand ich nice. Flink wie der Wind mit Techniken, die den Feind in Verwirrung stürzen. Popstar. Gibt's auch zwei. Rüttelt das Team mit seiner Energie auf und vereint es mit hinreißendem Gesang. Gibt's auch nochmal als Super Idol Mode. Oder Koch. Kocht gesund und schlägt hart mit der Pfanne zu. Ein Helfer mit harten Hieben. Ich habe Krieger genommen, aber ich fand, ich habe auch einen Dieb in meinem Team und den fand ich echt krass. Den nehme ich mal. Den würde ich gerne mal ausprobieren. So. Tada! Hoppla, nicht schlecht. Oh, du bist gegen die Monster des dunklen Fürsten gut gewappnet. Jetzt kämpfe, Yume. Zeig, was du kannst. Okay. Hoppe hier nicht so herum. Es wird dir nichts helfen. Und auf geht's. Encounter incoming. Mini-Gürkan-Schleim. Ja, wir kämpfen mal. Noch viel können wir noch nicht machen. Das Kampfsystem ist auch ganz merkwürdig in dem Spiel, finde ich. Au. Au. Wir können momentan auch eh noch angreifen. Wir können auch keine Skills. Aua. Jetzt aber. And I got him. Super. Wie er guckt. Yippie. Yume war siegreich. Nice. Weiter.
sogar fast ein Level up und ich habe Schleimgelee gefunden. Das kann ich essen. Sehr gut gemacht, Yumi. Ach, das war doch nicht der Rede wert. Das Kind sollte auch in Sicherheit sein. Das läuft doch ganz gut. Jetzt kehre zur Stadt zur Stadt Anfangs zurück. Ich komme nicht drauf klar, dass die Stadt Anfangs heißt. Das ist mir ein bisschen zu viel. Dann gehen wir mal hoch. Das kitzelt. Boah, ich bin zurück. Gekan. Ach, was für ein Glück. Geht's dir gut? Ach, du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, mir geht's gut. Ach, was für eine Erleichterung. Vielen Dank, gütige Abenteurerin. Bitte nimm dieses Geschenk als Dankeschön. 200 G. Yay! Oh, wunderbar. Einfach nur wunderbar. So kann es weitergehen, Yumi. Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich. Ach, wirklich? Du weißt, dass der dunkle Fürst, was der dunkle Fürst Falk getan hat. Es war eine riesige Schweinerei, um es milde auszudrücken. Deshalb komme ich nicht umhin, dich hiermit zu beauftragen. Besiege Falk und rette diese Welt. Tust du das? Okay. Die Antwort war korrekt. Ja, deine neue Kraft sollte dir im Kampf gegen Falk helfen. Jetzt jage den dunklen Fürsten, Diebin Yumi. Okay, ich erwarte große Dinge von dir. Nice. So, dann auf. Hast du noch was zu sagen? Anfangs war immer so ein friedliches Dorf. Ich muss sofort den König unterrichten. Oh, an die Abenteurerin. Was soll ich jetzt nur tun? Nein. Tu einfach nein. Wähle eine Mie für jeden Reisenden. So, Knipsi, Mariko. Das sind verschiedene Leute, die man unterwegs trifft. Bis jetzt habe ich, glaube ich, noch Mariko gefunden. Die ist ganz nice. Das ist doch irrelevant. Da oben ist sie auch schon. Dann gehen wir mal hin, oder? Okay. Flachland, Hügel. Das ist so widersprüchlich. Entweder ist es ein Flachland oder ein Hügel. Okay, ich laufe jetzt hier mal lang. Ich freue mich schon aufs Abendessen. Alter, wie die läuft. Ich mache mich aber schon mal List drüber lustig, weil die ist ein Dieb in meinem Team. Im Stream. Und der Gang, ey. Ein alter Falter. Diesmal werden wir kämpfen und nicht davonlaufen. Wow. Au. Angriff. Und besiegt. Mit nur zwei Schlägen. Oh. Hohoho. Du hast das Gesicht gesehen, das von dem Monster weggeflogen ist, hm? Wem auch immer es gehörte, da dürfte dir unendlich dankbar sein. Wie dieser kleine Bengel, dem du vorhin begegnet bist. Kurz gesagt, besiege Monster und befreie die Gesichter der Leute. Mach gut weiter wie bisher und hilf so vielen wie nur möglich. Wirst du mir diesen Gefallen tun, Yumi? Sauber, abgeräumt. Weiter. Level up für Yumi. So, ich schreibe mal hier. Ich habe Hunger. Man kann mit einem B drücken, da läuft er schneller. Das wusste ich auch nicht. Oh nein. Oh, es gibt Schwierigkeiten. Oh nein. Oh je. Ich kann das nicht. Oh, jetzt sitzt du in der Patsche. Na gut, ich werde dir wohl Hilfe schicken müssen. Ami Kadabra, bitteschön. Okay. Wählen. Ich kann noch Nintendo Switch-Konsole. Miitopia-Speicherdaten.
kann ich nur hier nehmen. Nintendo Switch-Konsole kann ich nur den hier nehmen. Dann muss ich den nochmal neu basteln, ne? Aus Vorlage wählen. Männlich. Die sind immer random, ne? Ich nehme mal den hier. Weiter. Augen. Ich weiß gerade gar nicht, welche Augen er immer gerne nimmt. Oh ne, es sieht gruselig aus. Ich nehme das hier. Dieser Mund und diese Frisur, das sieht ja alles ganz furchtbar aus. Oh Gott. Ich mache erstmal die Haarfarbe. So. Nein, nein, die ist so. Wird eine Überraschung, wenn ich nachstelle. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Gerade die älteren Zuschauer. Ich guck mal mit den langen Haaren. So, nehme ich das. Ich nehme mal lieber so. Hoffentlich ist er nicht böse auf mich. Wenn er nicht so aussieht, wie er gerne aussehen möchte. Ich nehme mal einen anderen Mund. Ah, ich nehme den hier. Der passt. So, gibt es auch andere Brillen? Ich nehme die hier. Gibt es auch andere Brillenfarben? Na, ich nehme einfach nur die schwarze. Die Augenbrauen. Eigentlich muss ich alles nochmal neu machen. Das sieht ja alles ganz schlimm aus. So. Nochmal bei Gesicht. Oh Gott. Und, das noch irgendwie? So. Das ist Elik. 1:1. Ich glaube, er sieht ganz anders aus. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, er hat sich selbst immer mit offenen Haaren gemacht. Ich mache es einfach mal so. Kennt ihr vielleicht noch aus einigen gemeinsamen Projekten? Ich gebe ihn jetzt einfach. Grau geht nicht. Es gibt nur weiß oder schwarz. So. Elik. Vermutlich wirst du das hier nie sehen. Falls doch, schreib einen Kommentar. Aber ich glaube, du wirst das nicht sehen. So, fertig. Hallo. Yeah. Er ist verträumt. Entspannt, aber in erster Linie ist er nett. Wählen. Und ich mache ihn mal zum Magier. Ich möchte mal einen Magier im Team haben. Koch ist ja eher sein Freund. Sein Mann, meine ich natürlich. Oh, wie bin ich denn hierher gekommen? Hä? Kann ich dir helfen? Ja, bitte. So, Falter A und Falter B. Na, schauen wir mal. Ich kann immer noch nur normal angreifen. Ach, ich kann weiter aber gleichzeitig angreifen. Das ist mega nice. Erste verträumte Aktion. Falsches Ziel. Ne. Okay. Statt weiter angreifen, greife ich nur einen oder was? Das war gerade komisch. Angriff? Greife ich nicht eh beide an? Ob ich einfach beide angreife? Das ist mega nice. Super Imber. Juhu, wir haben es geschafft. Ein Kinderspiel. Oh, geschafft! Danke für deine Hilfe. Du bist also unterwegs, um die Welt zu retten, ja? Darf ich mich dir anschließen? Natürlich. Ich bitte darum. Elik hat sich dir angeschlossen. Oh, bei euch ist also noch alles dran, ja? Elik und du, ihr werdet sicher schon noch richtige Freunde. Je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reise. Wie ich laufe, ey. Alle für gechillt. Ich brauche eine Pause. Beiß die Zähne zusammen.
Ein Augenblick. Liegt hier etwas? Ich habe eine. Edeka hat eine Banane gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Lauf mal schneller. Dann mach rein an den Speck. Bleib mal auf dem Teppich. Hey, Yumi, warte mal. Edeka hat eine Er hat eine Banane aus der Tasche geholt. Die ist er jetzt. Und wir essen beide eine. Das haben wir aber eigentlich gar nicht gebraucht. Lecker. Oh, wir sind schon so ein bisschen was wie Fremde. Wir schaffen das locker. Ich hätte jetzt Bock auf Schnick, Schnack, Schnuck. Was sagt mein Charakter da? Oh oh, ein Kobold. Und ein alter Falter, natürlich. Den möchte ich natürlich nicht außen vor lassen. Okay, Angriff. Auf beide. Au! Wie er mit seinem Zauberstock einfach alles schlägt. Juhu, super! Los, Elik! Okay. Wir haben es geschafft. Ui, wie aufregend. Weiter geht's. Jetzt eine Tasse Tee. Wir haben noch viel vor uns. Dann sehen wir den endlich mal in einem Gasthaus. Puh, ich bin fix und fertig. Ich auch. Ach, ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Augenblick. Was ist das denn? Du hast ein Gasthaus erspäht. So ein Glück, Rumi, uns zur deine Runde aus. Ja, da gibt's bestimmt auch einen Swimmingpool. Yeah, I don't think so. Oh, das habe ich außerdem übersprungen, wie sie da reingesprungen sind. Das ist voll die Happy Animation. Juhu! Machen die so. So Zeit, für euch beide ein Zimmer zu wählen. So. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird ihre Beziehung dadurch tiefer. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Stecke sie in ein Zimmer deiner Wahl und sieh, wie sie sich vertragen oder auch nicht. Gut, das machen wir. Allerdings erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, You Made It's Blade, Miitopia. Da schauen wir mal, wie es weitergeht. Und denkt dran, wenn ihr mehr sehen wollt, heute 17 Uhr, ja, auf meinem Twitch. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr gerne dann in den Chat bzw. auf meinem Discord, in dem Channel MiiCodes, ein Bild von eurem Mii posten oder den Code, damit ich ihn mit ins Spiel holen kann. Dann, ja, man sieht sich bis später. Tschüss!